Hallo zusammen, hier ist wieder Stefanie von Steffs Kreativatelier und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal gelandet seid. Ein langes Wochenende ist vorüber. Es war ein wunderschönes langes Wochenende. Wir waren bei unserer Herzensfamilie und haben es in vollen Zügen genossen. Das Wetter hat auch noch mitgespielt. Und jetzt ist schon Dienstag. Gestern habe ich noch einiges andere zu erledigen gehabt, aber jetzt geht es wieder an den Basteltisch. Und zwar geht es heute mal wieder um ein kleines, schnelles Mini-Album in Form eines Wasserfalls. Ich zeige euch das ganz kurz. Ich habe hier schon mal eins. Das klappt hier auf. Und so geht es wieder zu. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt, beziehungsweise bastel es mit euch. Wie immer gibt es meinen Schmierzettel vorneweg. Ich weiß nicht, ob ihr damit etwas anfangen könnt oder nicht. Ich habe sowas immer, schreibe ich mir immer schnell auf und habe den neben mir liegen, dann habe ich so eine kleine Orientierungshilfe. Die Sachen, die hier draufstehen, habe ich mir allerdings auch schon zurechtgeschnitten, weil wenn ich das alles mit euch schneide, ihr seht, es ist viel Schneidearbeit, dann sprengt das, finde ich, so einen Videorahmen. Ich muss mich eh darin versuchen, mal etwas schneller zu sein, aber irgendwie will es nicht gelingen. Also ihr braucht einen Streifen Farbkarton. Ich habe jetzt das Grundgerüst wieder in Flüsterweiß genommen, in 29 cm mal 10,5. Das sind die 29, 10,5 und gefalzt wird es bei 14 und 15. Dann habt ihr nämlich schon mal hoppla, einen Knick reingemacht, euer Cover bzw. ja, euer Grundgerüst. Für alles andere kommt jetzt da rein. Dann braucht ihr einen Streifen. Es kann ein bisschen variieren. Von 20 mal 10. Das wird der Mechanismus, an dem ihr dann hier so die Seiten rauszieht. Der wird gefalzt jeden Zentimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe nämlich nur 6 Seiten oder möchte nur 6 Seiten. Das wird alles einmal durchgefalzt. Und auch nochmal in die andere Richtung. Ich mache das gerne in beide, weil das muss ja gut beweglich nachher sein. So. Dann braucht ihr für genau diesen Streifen auch noch so einen kleinen Streifen. Ich habe jetzt die Maße 15 cm mal 2,5 genommen und habe mir das hier so rumgelegt, beziehungsweise habe das um das Cover auch gleich gelegt und mir da so eine Orientierungshilfe genommen, weil hier eigentlich kann es ein bisschen enger, weil das wird hier drauf geklebt. Also ich habe der Streifen wird hinten auf der Rückseite befestigt, aber das kennt ihr sicherlich. Jetzt gucke ich gerade, wie ich das in dem anderen Album gemacht habe. Genau, da ist der ein bisschen schmaler wie das, wie der Deckel und die Rückseite. Dann machen wir das doch hier auch einfach ein bisschen schmaler. Und so, dass es hier noch gut durchgeht. Jo. So. Haha, total schief geknickt. Aber das geht ja auch so. Kann man das auch noch einkürzen. Da müsst ihr ein bisschen gucken, wie groß, weil ihr könnt das natürlich auch anpassen. Ne? Und wenn ihr ein größeres Album machen wollt, dann passt ihr den Streifen einfach an. Der muss hier drin verschwinden können. Und ich habe das auch so gemacht. Ich habe mir die zweite Seite davon genommen, aber einen halben Zentimeter schmaler, also nur 10 cm. Habe erstmal die Seiten gefalzt, habe mir das dann hier reingelegt und geguckt, wo ich das hier abschneide. So, und es steht ein bisschen über, also ihr könnt 19,8 oder sowas nehmen, aber ich mache hier eh noch so einen Knüppel dran, dass man das dann besser rausziehen kann. Und dann kann man das immer noch vorher noch mal um 1-2 mm kürzen. Also das müsst ihr selber schauen. So, dann braucht ihr aber ganz viel anderen Kram noch.
Ihr braucht noch diesen Streifen, wie gesagt, um das hier festzumachen. Dann braucht ihr die Seiten und die sind immer 10 cm hoch und dann immer 1 cm klein. Ich habe jetzt 13,5 genommen. Fang damit an, hoppla. 13,5, 12,5, 11,5, 10,5, 9,5, 8,5. Und die werden dann hier jeweils drauf geklebt. So, und dazu das passende DSP, auch jeweils einen halben Zentimeter kürzer. Das ist, Moment, da braucht ihr jeweils 2 mal 9,5 mal 13, 9,5 mal 12, 9,5 mal 11 und so weiter. Ich habe jetzt das aber so gemacht, ich nehme eine Seite DSP und die andere habe ich lindgrünen Farbkarton genommen, dass eine Seite neutral ist und mir das Muster schon unruhig genug ist. Da könnt ihr das aber handhaben, wie ihr wollt. So, und dann brauchen wir noch zwei, ich habe jetzt hier drei stehen, ja, weil wir für die Innenseite auch noch ein solches DSP brauchen, aber zwei habe ich mir jetzt schon zurechtgeschnitten fürs Cover und für die Rückseite. Und das hat die Maße 10 x 13,5. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach los. So, ihr braucht das noch nicht, aber das. Und zwar fangen wir an rückwärts. Hier wird erstmal das DSP drauf geklebt. Das DSP, der Farbkarton, der kleinere, fängt hier vorne an. Der wird da drauf geklebt. Und dann geht das immer so weiter. Von Lasche zu Lasche. Ich brauche Kleber. Nicht so viel, dass euch das nicht rausquillt an der Seite. Und direkt vor die Files, dass das gleich noch schön. Hier schaut ihr einfach, dass ihr auch schön bündig seid. Das ist ja jetzt ganz praktisch. Oh, zack, sprach's und war verschoben. So, die zweite Lasche. So, die dritte. Also ich rate euch da auch erst, sich alles zurechtzuschneiden. Und dann kann man konzentriert zusammenbauen. Ich finde das in dem Falle ganz angebracht. Dekorieren kann man es ja dann mit viel Zeit und Muße, je nach Anlass. So. Nur noch zwei. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich das alles so richtig gemacht habe. Komme ich da jetzt drauf? Weiß ich nicht. Wie immer. Beim Video fange ich immer an zu grübeln, ob das jetzt so richtig ist. Komisch. So, und bünde ich das da dran. So. Jetzt wird dieser Streifen noch an die letzte Karte geklebt. Auf die Rückseite ein bisschen Kleber. Nehmen wir das und mache das auch bündig hier oben. Ups, jetzt seht ihr das gar nicht. Dann stecke ich die Laschen hier rum. So. Und mache auch hier Kleber drauf.
Und jetzt positioniere ich mir das hier nah an die Falzlinie, aber noch davor und gerade oben und genug Abstand und drücke es fest. Und jetzt werde ich gleich sehen, ob ich es richtig gemacht habe oder nicht. Ja, es ist richtig. So, dann machen wir gleich mal hier. Einen. Ich nehme dafür die Handstanze Karteikartenreiter, glaube ich, heißt das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nehme mir ein Reststück Flüsterweiß. Ich hoffe, das passt. Jawohl, das passt. Stanze mir das aus. Ab in den Müll. Du kommst weg. Knick mir das. Mach nur hier unten Kleber drauf. Auf beide Seiten. So, und jetzt klebe ich das nach Gefühl mittig. Hoppla. Einfach auf. Es geht gerade. So. Und damit habe ich meinen Schieber. Na, da kommt nachher noch DSP drauf und verschwindet er da besser und hakt nicht. So, jetzt geht es darum, dass ihr euch eure Seiten, das DSP, was ihr euch schon zurechtgeschnitten habt, aufklebt. Ich habe mir ja für die Front das Rote ausgesucht. Das klebe ich jetzt hier drauf. Und auf der Rückseite genauso. Kleber drauf. Und positionieren. Und drauf ist es. So. Jetzt kommen. Oh, fangen wir von hinten an, lege ich mir jetzt gerade einmal andersrum hin. Jetzt kommt das DSP und hier nehme ich keinen Farbkarton, nein, der ist zumindest zu klein. Ich glaube, da müsste ich dieses Stück nehmen, jawohl. Dann kleben wir das auch gleich auf. Weil hier das Cover natürlich die Innenseite auch etwas größer ist wie das, was wir hier aufgeklebt haben. Deshalb muss das 10,5, ich messe es nach, wartet, 10 auf 13,5 cm sein. So, also so groß wie praktisch hier das Teil, die erste Seite. So, und da kleben wir jetzt die DSP drauf. Ich finde immer, das Schwierigste bei den Sachen ist, sich das Papier auszusuchen, was man verwenden will und wo was hinkommt. Das finde ich ist echt immer, ja, weiß ich auch nicht, das funktioniert bei mir nicht schwuppdiwupp, sondern da brauche ich echt immer eine Weile. So, mache ich das jetzt weiter so oder gehe ich hier, wechsle ich hier ab? Mal so, dieses Pi. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? So. Ihr könnt natürlich alles auch voll machen mit DSP. Das ist so, wie es euch gefällt. Aber ich wollte halt immer noch
bisschen was Neutrales da haben. Um vielleicht was drauf zu schreiben. Also ich weiß schon, dass ich Fotos da reinkleben werde. Die habe ich allerdings noch nicht ausgedruckt. Jetzt könnte auch eigentlich... Achso, vielleicht sollte ich es nicht festhalten, ne? Die Seite. Alles immer durchknicken, gut. Jetzt kommt das hier wieder hin und das da. Schweigen im Walde hier bei mir. Das sind jetzt so Aufklebarbeiten. Da, ja, ist das Zugucken, denke ich, auch immer etwas langweilig. Aber beim Schneiden finde ich es noch schlimmer. Wenn man einem beim Schneiden zugucken muss, so ewig lange, das finde ich noch schlimmer. So, halt, stopp, so rum. Ja. Ihr müsst bei der Dekoration, wenn ihr die Seiten noch dekoriert, ein bisschen aufpassen wegen der Höhe, dass ihr nicht zu hoch kommt, weil das dann natürlich, ihr seht, ich habe ja hier nur 1 cm gemacht. Und wenn ihr jetzt hier schon noch Fotos drin habt, dann wird das schon ziemlich dick. Dann ja noch mal eine Lage drauf, und wenn ihr jetzt noch mit Dimensionals oder sowas noch dekoriert, das würde ich euch empfehlen zu lassen. Was gut geht, ist einfach noch mal ein Blatt aufkleben. Also in diesem Falle würde ich Blätter oder eine Blume, aber ganz flach dann aufkleben, dass das einfach so mit dem Foto auch schön harmonisch irgendwie ist, dass man das so leicht überlappt oder so. Jo. Bestempeln geht natürlich super. Was stimmt da nicht? Okay. Ist eins zu viel, eine Größe? Na dann. Das ist die schönere Seite. Ich glaube, ich muss die Klinge mal unbedingt austauschen. Fängt an auszufransen. Also in diesem Falle, wenn noch keine Fotos drin sind, kann man auch die Seiten noch gut bestempeln, weil das hier alles plan hier abschließt. Ne? Da ist keine Kippkante. Normalerweise würde ich empfehlen, wenn ihr schon wisst, was wohin kommt, dass ihr die Seiten dann schon vorher bestempelt. Aber in diesem Falle würde es auch noch nachträglich gehen. So, dann haben wir... Ach, da fehlte es. Na super, jetzt habe ich das... Kann ich das noch abziehen ohne Verluste? Wahrscheinlich nicht. Nee, ist egal. Ich wunderte mich gerade, dass ich einmal was zu viel habe. Karmisch, karmisch. Jetzt ist die Reihenfolge halt durcheinander. Aber so ist es halt. Und schon wieder ein Fehler im Video. Ich fasse es nicht, echt. Unglaublich. So, aber vielleicht demjenigen, der das bekommt, merkt er das ja gar nicht. So. Und hier habe ich mir eigentlich auch noch mal eins zurechtgeschnitten, um das hier drauf zu kleben. Jawohl, das ist das Stück. Sind die gleich groß? Nee, nicht ganz. So, das klebe ich jetzt da drunter unter diesen Mechanismus. Guck hier, dass es schön vom Rand ist und klebt fest. So. Yay. Kleber, Deckel, wo bist du? Da hinten.
So, das war das ganze Hexenwerk eines Wasserfallalbums. So sieht meins jetzt aus als Grundgerüst. Und ich finde, das passen trotzdem, also es passen auch nicht nur ganz kleine Fotos hin, man kann nur so mittlere Fotos hin, man kann hier was draufkleben. Hier kann man natürlich auch noch eine kleine Tasche hinmachen, um noch ein paar Text zu gestalten. Das ist eigentlich eine gute Idee, das werde ich mal direkt machen. Genug Papier habe ich ja hier noch. Gucken wir mal, was wir da noch nehmen. Das Papier hatten wir noch gar nicht drin. So, 13,5. Das soll bündig abschließen, aber dazu nehmen wir Flüsterweiß. Hier sind noch so viele Reste, aber kein Rest. Gut, das kriegen wir aber hin damit. Kommt weg. So, wie hoch wollen wir das denn machen? 4 cm würde ich sagen. Also schneide ich mir das bei 4 ab. Schwupp. 4. Sieht das so klein aus. So. Und 13,5 hatten wir ja gesagt. So. Das ziehe ich mir kurz ein bisschen übers Falzbein. Aber nur so ganz angedeutet. Und ich klebe nur ganz hauchdünn. Hier mache ich den Kleber an den Rand. An den Rand, habe ich gesagt. Und ab nach oben. Na gut. So. Und drauf damit, festdrücken. Und jetzt brauchen wir noch einen Streifen DSP 3,5 × 13, dass wir einen weißen Rand haben. Das kommt komplett drauf. So. Und dann könnte man sich jetzt streifen. Die sind zu hoch. Die sollten nicht höher wie 10 cm sein. Streiche einmal der Länge durch. Könnte immer noch zu hoch sein. Aber egal. Jetzt mal gucken, wie 8 cm. Wirken. Okay, wir nehmen 9,5, dass es auch sicher gut da reinpasst. Man kann auch noch weniger nehmen, denke ich. So, 9,5 kürzen. Das waren jetzt 8. Dann nehme ich noch mal 6. Mal 2 × 8. Was hat das noch für eine Maß? Und noch mal 6. Das passt doch ganz gut. Nehmen wir uns den Eckenabrunder, wenn ich wüsste, wo er ist. Normal ist er hier. Jawohl. Und das doch gleich auf einmal. Und hier auch. Das war jetzt spontan. Da kann man auch noch mal Fotos drauf kleben. Mal eine kleine Mattung. So.
das geht. Die kriegen jetzt alle noch ein Loch in die Mitte. Die Crocodile raus. Ein kleines Loch. So, und dann wird da noch ein Faden durchgezogen. Das mache ich jetzt nicht mit euch. Das könnt ihr euch auch so vorstellen. Werde vielleicht noch ein DSP raussuchen, aber das werde ich machen, wenn ich die Fotos drauf habe, ob ich da einen Spruch drauf stempel oder ob ich ein Foto drauf klebe, davon mache ich das abhängig, ob noch Papier drauf kommt. Ja, so viel zu meinem kleinen Wasserfallalbum. Hier vorne könnt ihr natürlich auch noch schön verzieren mit Blumen, also hier vorne auf dem Deckblatt ist es ganz egal, da könnt ihr auch in die Höhe gehen, das spielt keine Rolle. Da werde ich aber auch noch mit dem roten Papier, glaube ich, mir einen Kreis ausstanzen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, das ist dieses. Ich habe ja so viele Reste noch da drin. Das ist es, jawohl. Und ein klein gestöpfte 3/4. Ein Inch wird zu groß sein. Die 3/4 könnte gut passen. Das passt doch. Jo. Gucken, ob ich gleich so in der Richtung bleiben kann, wie das Papier. Halbwegs, gell? So. Und die Rückseite an. Kleber drauf. Und so, damit, jetzt reicht's. Jetzt ist mein Wasserfallalbum für euch fertig. Und so funktioniert's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.